Herzlich willkommen zurück auf dem Ruhrhöhenweg. Ihr habt in der Eingangssequenz gesehen, dass ich in Kalthoff ausgestiegen bin und dann ging es straight line durch Kalthoff durch. Habe ich jetzt nicht gefilmt. Ist tatsächlich ein bisschen länger und ich habe, der Rucksack sieht gar nicht so groß aus, ne, aber es ist Übernachtungsgepäck dabei. Es ist schön waldig und nach dem ganzen Rumgegurke da in der ländlichen Gegend, wobei das war jetzt eigentlich auch ganz nett, ne? Es war zwar Asphalt, aber der Ausblick war schon irgendwie schön. Und jetzt gehen wir gleich gemeinsam durch das Elsebachtal. Und weil ich mir das vorher schon auf der Wanderung angeschaut habe, weiß ich, dass diesmal ein längeres Stück kommt. Und dann beschleunigen wir das doch einmal. Da schlängelt er sich lang. Seit längerem kann man hier direkt am Bach so einen Pfad erkennen. Das ist sicherlich mega schön, direkt da lang zu gehen. Aber weil das hier Naturschutzgebiet ist, ja, Naturschutzgebiete darf man ja nicht die markierten Pfade verlassen. Und ich habe keine Markierung für diesen wunderschönen Pfad gesehen, werde ich als YouTuber natürlich hier auf dem Weg bleiben. Ob die Natur erheblichen Schaden nimmt, wenn ihr da privat langlauft, das überlasse ich euch. Wir sind in Schwerte-Ärgste und in, weiß ich nicht, so 2 Kilometern oder so werden wir die Ruhr erreichen. Wir haben jetzt massiv Höhe verloren und befinden uns jetzt, so wie das aussieht, schon auf dem Niveau der Ruhr. Ihr seht es am Rucksack, ich mache wieder eine Übernachtung und wie immer in der letzten Zeit bei meinen Touren mache ich dabei auch Gear-Tests und das sind heute mal wieder direkt mehrere. Der Rucksack ist, ja, man höre und staune, von einer deutschen Ultraleichtschmiede, komplett made in Germany und zwar von Weitläufer. Dann werde ich noch testen von Six Moon Designs, das Luna Solar. Das ist schon, doch, da muss man fairerweise sagen, das ist ein Zelt. Und ich werde testen von Alpine Loaca, eine Isomatte. Und von der Firma Boundless Voyage einen Alkohol-Seitenbrenner, wo man den Topf draufstellt mit einer verbreiterten Auflagefläche. Und wenn euch das interessiert, ja, dann ich werde die entsprechenden Stellen unten im Video als Zeitstempel markieren. Von da kommen wir. Und ihr seht, da hinten ist eine Autostraße, die ist auch aufgeständert. Sogar der Fußgängerweg und die Bahnlinie, mit der wir übrigens vorhin gekommen sind, die sind hier ebenfalls aufgeständert. Ich vermute mal, das wird das ein oder andere Mal im Jahr hier überflutet sein. Ach, da ist sie ja schon. Die Ruhr mit, wie ich vermute, leicht erhöhtem Pegel.
Als Hochwasser würde ich das aber nicht bezeichnen. Wissen to go. Ihr seht und hört die A45 und das hier ist eine Regenwasserbehandlungsanlage. Was bedeutet das? Auf der Autobahn fällt ja auch Regen und dieses Wasser wird abgeleitet zu dieser Stelle hier aus einem ganz schön großen Umkreis. Und hier werden zuerst durch Dichteunterschiede, falls da Benzin oder Öl drin ist, das schwimmt ja oben auf und sowas wie Schlamm und Sand setzt sich nach unten ab. Und dieses so mechanisch vorgereinigte Wasser kommt dann, ihr habt das vielleicht gerade gesehen, dass das rechte Becken nämlich mit Schilf bewachsen war. Und das ist extra. Schilf hat ja ganz hervorragend reinigende Fähigkeiten für Abwässer. Und das wird dort drüber geleitet, das Wasser, und versickert dann im Sand, wird vom Schilf gereinigt und dann letztendlich in die Ruhr geleitet. Wir scheinen uns den Weg hier die ganze Zeit jetzt mit dem Radruhrweg zu teilen. Das ist echt heavy. Ich meine, einer freut mich natürlich, ne? Aber wie viele Fahrräder hier durchkommen, ist echt, meine Herren. Wissen to go. Im Zweiten Weltkrieg haben die Briten die Möhnetalsperre bombardiert und zwar am 17.05.1943 und die daraus entstehende Flutwelle hat dieses Gebiet hier bis zu dieser Höhe hoch geflutet. Wir gucken die ganze Zeit in die Ruhrauen rein, ist auch Naturschutzgebiet. Aber ich muss euch sagen, dieser Weg hier macht wenig Laune. Erstens, weil er asphaltiert ist und zweitens, so 95% der Radfahrer wissen, dass man gegenüber Fußgängern ein bisschen Abstand hat. Ne? Es reichen mir aber diese 5%, die teilweise in so einer Entfernung an meiner Schulter vorbeifahren. Ich gehe am Rand, ne? Hier ist jede Menge Platz neben mir. Das ist dermaßen unverschämt. Aha, gar nicht mitbekommen. Wir sind parallel zum Westfalenweg, trennen uns aber gleich wieder. So, und der Ruhrhöhenweg geht geradeaus und der Radfahrweg geht nach links. Vielleicht hat dieser Wahnsinn ja jetzt hier ein Ende. Und wir bleiben leider auf der Straße. Der steht auch auf meiner To-Do-Liste für nächstes Jahr. Hier am Weg ist ein Campingplatz. Und wenn man da bis zum Ende durchgehen würde, hätte man wohl eine Chance, auf die Mündung der Lenne zu schauen. Hier könnte man sich hinflitzen. Ich gehe noch ein Stück weiter mit der Hoffnung auf bessere Aussicht. Den Toten zum Gedächtnis, den Lebenden zur Mahnung. Ja, die Mahnung ist leider aktuell in Europa, jedenfalls an den Grenzen, vergessen worden. Okay, das war die Hohensieburg. Also was auch immer der Turm gerade war, das Kaiser-Friedrich-Denkmal war es auf jeden Fall nicht, weil das ist definitiv das hier. Ah, Wissen to go.
Das, was ihr da am Hang seht, ist ein Pumpspeicherkraftwerk. Und zwar in Zeiten vom Stromüberschuss wird Wasser aus der Ruhr nach oben in ein Speicherbecken gepumpt. Und in Zeiten von Stromknappheit, zum Beispiel im Zeitalter von Photovoltaik abends, wird dann das Wasser wieder abgelassen und die Lageenergie dabei in elektrischen Strom umgewandelt. Die Georoute Ruhr geht hier durch den Hang ins Tal runter, weil dort, das hatte ich auf der Karte gerade schon gesehen, mehrere Kohleschächte sind. Und der Ruhrhöhenweg macht seinem Namen jetzt mal alle Ehre und umgeht dieses Tal wohl so halbwegs mit dem Halten der Höhe. Lassen wir uns mal überraschen. Wir haben das ganze Tal umrundet. Schöner Ausblick von hier. Schöne Umgebung, allerdings, das ist echt heavy auf dieser Etappe heute. Also der Asphaltanteil ist... Tja, schade, von dem Speichersee sieht man gar nichts. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt geht es einfach wieder runter. Also das ist ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Heringe, Stange und testen werde ich das Six Moon Designs Lunar Solo. So, das ist es. Ich hatte vorhin beim Aufbau einen Fehler gemacht. Die Türen, die würden hier eingehakt werden. Die gehen natürlich nicht direkt in den Boden rein. Und so sieht es von außen aus. In unauffälligem Grün mit 1, 2 möglichen weiteren Tie-Outs. Und wenn wir uns das innen mal ganz kurz anschauen, das ist natürlich jetzt kein Review, ne? Ja. So, na, da sieht man, dass in den Ecken hier eingehängt ein Moskitonetz ist und es ist damit ein Einwandzelt. Ja, bauen wir weiter auf. Ich bin jetzt mal so 20 Meter weg. Ja, also ein Tarnungswunder ist es jetzt nicht gerade. Ne? Allerdings auch keine Leuchtboje. Eine Leuchtboje, ihr habt es gerade gesehen, ne? Das bin aber ich nicht so sehr, weil mir kalt ist. Im Gegenteil, mir ist hier drin sogar zu warm. Es ist so dermaßen mückig. Also ich werde jetzt erstmal
mich da reinsetzen und ein bisschen chillen. Und dann überlege ich mir nachher, ob ich überhaupt noch Bock habe zu kochen oder ob ich das nicht auf morgen verschiebe.